Da freue ich mich schon auf die kommenden Let's Plays. Wir beide zusammen. Das wird super. So toll. Baby. Ich freue mich jetzt schon. Ja, Ich möchte hier ja gleich noch ein bisschen was bauen. Ne? Ich wollte ja hier noch das Ganze ein bisschen schöner haben. Beziehungsweise gar nicht schöner, sondern sinnvoller gestaltet irgendwie, so könnte man es nennen. Ich zeige dir auch gleich ganz in Ruhe, was ich meine, aber dafür müssen wir halt noch ein bisschen an Utensilien farmen. Natürlich, das meiste, was wir brauchen, sind diese Planken. Die hat dieses Spiel irgendwie ja nicht ausreichend, um unser Floß hier auch schön groß werden zu lassen. Hast du gerade Zeit, mich mal bei meiner neuen Lieblingsbeschäftigung zu betrachten? Vögel? Nein. Nicht Vögeln, sondern ich bin auf Höhe der Vögel. Ja. Guck dir das mal an, was ich da mache. Ja. Höhe der Vögel. Ach, wie cool! Das Blöde ist, wenn ich jetzt aufstehe, ne? Habe ich Angst, ins Wasser zu fallen. Ja, verstehe ich. Ist vielleicht nicht die schlauste Idee, die ich hier hatte, aber naja, ist eine Idee. Ja, Ideen sind da, um auch mal einfach umgesetzt zu werden. Absolut. Auch, um hinterher zu sagen, war vielleicht nicht die beste Idee, aber dafür wird die nächste umso besser. Richtig. Ja, Fortschritt, mein Freund, Fortschritt. Wobei, also bei mir und bessere Ideen. Ich denke, das sind Dinge, die sich ausschließen. Quatsch. La 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 la. Was war das für ein Lied? Das war eine Mischung aus Keine Ahnung und Neuschnee in Winterberg, fiel mir gerade ein. Krass. Kennst du das? Die Welle war so hoch, dass ich unter Wasser war im Kopf. Halt dich fest! Was ist denn hier passiert, Alter? Bei dir oder bei mir? Bei mir, hier vorne an der Ecke. Ja, ich weiß, ich baue es gerade wieder dran. Ich habe es auch gesehen, das war bestimmt der motherfucking Hai. Also ganz ehrlich, ne? Dieser Hai leidet da unter ADHS, oder? Ja, ich glaube, der hat irgendwie Karies oder so, weil er die ganze Zeit immer Holz kaut. Der muss ja ein kaputtes Zahnfleisch haben. Mann. Den müssten wir mal einen guten Zahnarzt empfehlen. Und der hat Zähne. Und der Haifisch. Der hat Zähne. Revolverzähne, um genau zu sein. Ja, das heißt, glaube ich, Revolvergebiss, aber... So. Ja. Schade. Hast du mal vorhin beim Essen was gelernt, weißt du? Ja. Ich bin ja bei jemandem in der Küche, weißt du? Ey, wie gibt unser Bock keine Bockmilch mehr? Weiß nicht wieso. Jemand ist denn über die Leber gelaufen. Weißt du das? Also irgendwie ist das hier mit den Viechern ziemlich verbuggt. Das ist doch tot, ey. Du hast doch noch 20... Was ist das denn? Kann doch nicht sein. Was? Da waren noch 20 Pfeile in dem Ding drin. Ja, nee. Waren nicht, ja? Sagt er. Nee, gilt nicht. Weißt du? Wattenscheid, ey. Wattenscheid. So. Ja, ne, ich baue jetzt hier noch weiter, dass wir hier diesen Rundumgang haben. Ich finde den nämlich echt cool. Auch um Inseln zu erkunden, um da drauf zu kommen und sowas. Dann hat man immer einen guten Startpunkt. Ja. Wenn man das so baut, ja. Deswegen baue ich das so. Eine Galerie, ja? Eine Galerie. Hauptsache nicht Galeria kaufen. So. Nee, die gibt's ja nicht mehr. So. Ach, die gibt's schon gar nicht mehr? Ja, nicht so. Also die sind ja fusioniert. Ach was. Galeria. Naja, du kennst dich da aus. Was ich tun, auskennen, bitte, bisschen. Zu mitnehmen. Manchmal quatsch ich auch echt einen Bullshit, ne? Ey, da der Hai, der... Wo? Wo ist an der Ecke, wo die Vögel sind. Ich kill dich, ey, ich kill dich so. Schon wieder? Ich hab dich doch gerade schon von hier verjagt, du kleiner Stricher.
Das ist echt einer. Was ein Pausenclown, ehrlich. Mann. So. Unmöglich, dieser Hai. Wirklich unmöglich. Unmöglich. Die verbrauchen aber auch ein Gras hier, du Leckofanny. Die Tierchen? Ja, die sind ganz schön aufdringlich, du. Die brauchen richtig Pflege. Hast du den mal gemolken? Nein. In dieser Folge noch nicht. In den Mund. Du musst ihn einfach nur über dir fixieren. Schön am, ne, da steckst du ihm was im Popo, dann bleibt er. Und dann kannst du den richtig schön... Schön im Popo. Boah, das war gut, ne? Ja, vor allem, weil man es durch die Tür gehört hat. Ach, schön, ey. Ja, nee, ich habe mein Bestes gegeben, aber anscheinend... Vielleicht muss ich mal gucken. Ich habe das Gefühl, bei mir sitzt jemand in der Küche. Boah. Ja, nee, nein, da ist niemand. So, ich habe jetzt hier so eine Möwe abgeknallt und die war sofort Game Over. Die hab ich nee, sofort ich habe heute ein Problem mit Möwen. So war traurig. Mhm. Das ist sehr traurig, mein Freund. Anders kann ich das nicht sagen, außer dass es sehr traurig ist. Ich habe kein Zielwasser getrunken, oder? Zu viel davon. Hallo! Boah, wir sind voll ineinander gerannt. Das ist wieder am Kopf. Das ist ja cool. Das ist meine neue Badekappe. Ja, das ist und jetzt gehen wir schwimmen. Hui! Schwimmen. Aber oh, nicht da, so tief, ja? Da kommt ein Flöß auf uns zu. Da, Flöß. Mini-Flöß. Oh, stimmt. Ich sollte vielleicht mal gucken, wie weit wir noch von der Insel weg sind. Ich würde mal sagen 300 oder so. Boah, wir sind sogar ein bisschen dran vorbei. Was? Naja. Wie vorbei? Ja, ein bisschen. Also die ist ja, aber guck mal, da kommt so ein Mini-Flöß. Sollen wir das dann mitnehmen oder nicht? Weil ich glaube, da wird jetzt nicht das Weltbewegende drauf sein. Soll ich hinfahren? Ja, komm. Für Fussel. Alles für Fussel. Looten, looten, looten. Nur die Guten können looten. Was? Ja, so ist es. Du hast auch einen Punkt gebracht. Du kümmerst dich darum, ne? Ich bin hier voll... Ich hüpf voll... da drauf, reiß alles ab, bring den Hai um, alles. Ja. Gute Einstellung. Ja. Sehr gute Einstellung, die du da hast. Anders wollte ich das auch gar nicht hören. Hätte ich auch nicht akzeptiert. Naja, weiß ich doch. Ich habe zum Glück noch ein paar Steine gefunden, ey. Boah, das ist aber das ist gut. Haben wir noch welche? Sonst lass uns irgendwo anlanden und nur Steine farmen. Den Rest lassen wir ja weg, aber Steine. Naja, nee, Steine brauchen wir nämlich. Das... Sonst haben wir später ein Problem. Sonst hier ist gerade wunderschöne, ruhige Klaviermusik. Du, wir rammen das Ding. Naja, spring mal da drauf, ne? Loote schön, looten, 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 looten. Nee, du kannst nichts abbauen. Du, hi. Oh. Was? War dein Spruch. Hi, wo? Verstehe ich nicht. Ja. Deswegen ist es ja auch dein Spruch. Genau. Ah, jetzt verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Durch das Holz in den fetten Möwenkörper gepiekt. Gorilla, ich sehe da hinten eine Insel. Wo? Hier auf, da. Ich sehe dich aber nicht, mein Bester. Ich bin hier bei den Möwen. Bei den Möwen? Und wohin guckt er? In die Ferne, mein Freund. In die weite Ferne. Na, dahin wollten wir eigentlich nicht, aber den könnten... Nee, wir fahren woanders hin. Ja, gut. Ich habe übrigens eine neue Batterie gebaut. Ich glaube, die ist nicht mehr ganz so haltbar, ne? Ne. Die ist in unserer Austauschkiste am Rand. Okay. Das ist gut. Ich kümmere mich jetzt mal darum, dass wir ja schnell zur Insel kommen, weil die kann gar nicht mehr so weit weg sein. Hallo, mein kleines... Ja, du kleiner Bock. Hm, möchtest du mal? Komm. Oh, ja. Ich guck schon, ob ich das Ding irgendwie am Horizont sehe. Kleiner, geiler Bock. Was? Hast du ihn gemolken? Nee, aber er hat mich gemolken.
Also. Ja, das ist, der braucht ja auch Energie, ne? Ja, also, ja. Der hat jetzt, eine richtige Koffeintablette gekriegt. Der darf das auch mal bei uns machen. Ich glaube, jetzt sind wir FSK 18. Wenn so Bullshit reden, auf jeden Fall. Du weißt ja, die prüden Amerikaner bei YouPorn Tube, die kriegen das nicht auf die Kette. Weißt du, wenn ich jetzt jemanden abballern würde, wäre das auf jeden Fall monetarisierbar. Rede ich über Titten, alles weg. So schnell geht das. Bist du dir sicher? Was denn, ja? Oh, ich habe schon wieder Hunger. Na, Moment, ich lutsch mal eben ein Dodo-Ei. Hm. Das hat nichts gebracht, weil ich habe gar keinen Hunger, ich habe Durst. Hätte mir mal auch einer sagen können, dass oben das Flüssigkeitsanzeige ist. Das ist halt, wenn man den ersten Tag Reft spielt, weißt du, das ist dann, dann passiert sowas schon mal. Ja, verstehe ich. Ein bisschen Schwund ist immer. So. Ah, ein Möwenfuß gegessen. Mmh. Also langsam müsste ich die Insel aber mal sehen können. Und noch eine trockene Anna hinterher. Hüpf. Hasi? Die sind sie über uns. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Also nur noch nach oben, ne, im Prinzip. Ja, 345. Wie viel jetzt? Ich habe gerade ausgeschnitten, 337. Okay, mir war nur wichtig zu wissen, dass ich in die richtige Richtung fahre. Kannst du mir einen Gefallen tun? Soll ich mal ein paar Paddel bauen? Genau. Nö, mach ich nicht. Soll ich ein paar Paddel bauen? Nö, mein ich. Oh, ich habe mir hier einen Tee gemacht, weißt du? Jetzt so bei mir zu Hause. Der ist echt lecker. Ja. Mhm. Darf ich mal raten? Ist das vielleicht grüner Tee Jasmin? Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja, ob man das weiß, aber ja. Ich weiß ja, was du für ein Schleckermäulchen bist. Ja, das wird wieder, glaube ich, eine größere Insel. Gefällt mir. Du kümmerst dich um Paddel oder war das echt jetzt ernst? Dann weine ich. Was? Er meint es sehr ernst. Ich habe mal 4 Paddel in die Kiste gelegt. Ja, das ist doch mal eine Anzahl. Sind wir am richtigen Weg? Ich sehe immer noch keine Insel. Ich habe die gerade schon gesehen. Dann schwimmen wir vielleicht sogar wieder weg. Da ist er. Wo? Einfach geradeaus. Paddeln, paddeln. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was brauchen wir? Ah ja, Pfeil und Bogen brauchen wir, um so einen Kugelfisch zu killen, ne? Ja, und den Vogel, der nichts bringt. Ja, genau, also den killen wir nicht nochmal, das war ja total unnötig. Ja, wir haben ja einen gekillt, das reicht auch. Wir müssen ja nicht die Vogelpopulation dieser Insel. Wo wollen wir denn anlanden? Oh, ich würde sagen, direkt jetzt hier, ne? Ja. Können wir eher das belaufen. Ja. Und dann sind wir auch nicht in der Nähe von diesem beschissenen Vogel, der uns immer abwerfen möchte. Ach, du weißt ja, der Kackvogel, der kommt wahrscheinlich... Scheinen zwei Inseln zu sein. Ist schon wieder so eine... Waren wir hier nicht schon mal? Die kommt mir verflucht so bekannt vor. Das ist genau die Inselform, wo wir unseren ersten Vogel abgeschossen haben. Bist du dir sicher? Weil hier sind auch überall Bäume drauf, ne? Das heißt, ja, wir waren aber die Inselform, die kommt mir bekannt vor. Ja, okay. Wenn er das sagt, dann ist das so. Ankern? Warte. Zu spät. Ich habe schon den Anker geworfen. Achso, ja, okay, ja, gut. Alles gut. Ja, dann machen wir das doch. Und Richtung Heimat und Mutter zurück. Noch ein... So, denk dran, dich bewaffnen, ne? Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Bewaffnen ist wichtig. Really wichtig. Wichtig. Wichtig ist bewaffnen. Ja, so. Dann brauchen wir noch was zu essen und zu trinken.
Metallbahn brauche ich noch. Wo haben wir die denn da? Eins. Eins Metallbarren. Dann habe ich Nägel. Nägel zur Seite. Die Federn kann ich auch wieder zurücklegen.